Hallo und herzlich willkommen! Wir sind Rivian Tower Games, es geht weiter mit dem Let's Play von Far Cry 3. Shalom und hello! Ich soll jetzt wieder zu Buck gehen und berichten, wie ich dieses Schiff versenkt habe mit einer Coolheit von... Ups. Einer Coolheit. Dieses, doch, das versuche ich jetzt nochmal. Aber mit ich renne rein und töte alle Taktik. Das tat weh. Ich bin gegen den Stein gerannt. Den werde ich als erstes töten. Ich würde ja am liebsten erstmal diesen, Dingsens hier töten, befreien, diesen, was auch immer hier drin ist. Was wirst du? Ich liebe es, wie der Takedown nie funktioniert. Ist der Bär jetzt befreit oder was? Scheint so. Ui. Ist das überhaupt ein Bär? Ja, Mann, Bär, du hast es raus. Ess ihn auf! Ess ihn auf! Fang dich ab, Yappi! Mmh, lecker, lecker, lecker! Oh, da kommt Verstärkung, ey. Meine Munition ist knapp. Ich versuche mal einen Jump-Takedown. Slice and dice! Was? Hilfe, was? Alter, Takedowns sind einfach die geilsten Scheißdinger auf der Welt. Nein! 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 Ja, irgendwie bin ich jetzt wirklich in ein Gebiet vorgedrungen, das ein bisschen heftiger geworden ist. Oder ich bin einfach schlechter geworden, oder ich war einfach noch nie gut und hatte nur Glück. Das war ein Witz, oder? Gott! Was habe ich noch so? Schrotflinten-Style. Far Cry Pumpkin-Style. Hup, hup. Entschuldigung. Also der Bär haut drin, den muss ich wieder befreien. Fuck. This heat. Fuck this heat. Ja, hier ist gar keiner drauf. Yeah.
Das hat gereicht. Oh fuck, jetzt geht der Bär natürlich auch auf mich los. Wenn der Typ jetzt nicht den Alarm drückt, dann habe ich es ja relativ souverän diesmal geschafft. Außer da fliegen Leute durch die Gegend, dann... wie ich so schön zu sagen pflege, wenn ich ein Lager hier guck, ne? So funktioniert... Oh, der Bär. The bear is still alive! 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 Kann mir jemand mal helfen, diesen Bären... Wo ist der denn? Ist tot. Brauchst nicht weiter schießen. Bär. Still mehr to do. Mehr. Still mehr to do. Achso, das meinst du? Nee, Wanted mag ich nicht so. Tut mir leid. Wollt ihr mitfahren, Leute? So. Wohin wollen wir überhaupt? Welches ist das Quest-Symbol? Welches dieser Ausrufungszeichen? Das? Ja, dann fahren wir da doch hin. Ich bin schon ewig hier kein Auto mehr gefahren. Aber das kann ja nicht so schwierig sein. Ich meine, am Anfang habe ich das auch sofort hinbekommen. Ja, meine Damen und Herren. Ich freue mich jedes Mal aufs neue Far Cry zu spielen. Das ist ein sehr langhaltiges Spiel, wenn man so schlecht ist wie ich. Aber es macht einfach immer Bock. Die Motivation ist nicht raus. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie viel es noch so ist. So, Buck, ich komme. Alles Gute kommt von oben, Motherfuckers. Ah! Ja, alles Skill, Moment. Es ist kaputt. So, meine Damen. Why no? Hi, oh, ich hätte mir Munition holen müssen. Jason, nun mach dich mal nicht blitzend. Was soll das? Höre ich das nicht? Ah, Entschuldigung. I'm just a spectator here. But I expect a good show, eh? Get out of the way. Well, no, not before we give you a history lesson. Hm? You ready for this? Listen to this now. Imagine, consider if you will, this monumental testament to irony. The bloody Japs, right? They form a special unit of, you know, to try and find like lost treasure and riches to feed their empire. But the wankers don't realize that this, they're building a bloody thing right over the fucking stuff they're looking for. Well, come on, ask me, what are they looking for, fuck? No. I should cane you for that. I really should, but you know what I won't? I'll cane Keith instead. Thereafter, the Chow fucking Yang. This flagship that used to belong to this famous Chinese general called Zheng He. The bloody thing. He just fucking disappeared. With tons of riches on it, including, yeah, my fucking knife. That's it. Look after yourself, eh? History lesson's over. Es gibt also doch Leute, die mir den Geschichtsunterricht versauen können. In the box! Oh ja, bitte. Aber bitte nur mit so einem Messer. So. Richtig. Ne? Down in the docks! Willkommen bei den Docks, meine Damen und Herren, ihr Landratten. Ich werde jetzt hier mal richtig in die Höhle reingehen und schauen, was es hier so zu machen gibt. Gehen wir mal in den Bunker. Ui, ist der richtige
richtige chinesische Dings oh, guck mal hier. Ein paar Ratten. Stirb, Ratte! Stirb und steh bloß nicht wieder auf! Ne, da bin ich durch. Höre ich eine Schlange? Tja, so sieht's nämlich aus. Looten, looten ohne zu booten, looten ohne zu booten. Was soll ich denn hier? Soll ich hier? Wo soll ich lang? Was soll ich tun? Sagt mir, was ich tun soll. Nein, sagt mir nicht. Soll ja nicht so wie jedes andere Spiel sein. Okay, ich glaube, ich muss ja nicht sneaken, sondern jumpen. Willkommen beim Jump'n'Run. Tja. Ich sehe jede Schlange. Könnt ihr euch verstecken, wie ihr wollt? Ah, oh, ah. Da soll ich runter, ja, das ist eine super Idee. Na, nicht? Doch. Ich hoffe, hier gibt es keine Wasserschlangen, Krokodile oder so. Oh shit. Boss's men are here. Okay, also doch sneaken. Ich wusste es irgendwie, das ist so Tomb Raider-mäßig. Da muss rumgeschniegt werden. Na, da warte ich lieber noch eine Runde. Ja, komm her. Puh. Puh. Ach, Zigaretten. Ach komm, ich hab Schmacht. Komm, lass mich. Nein? Okay. Okay. Puh, das war knapp. Hab nämlich keine Lust, um alles nochmal zu machen, nur weil ich nicht leise schaffe. Na komm. Brody, stell dich nicht so an, Brody! Weißt du, Broti, ne? Darum sind wir Bros. Okay, Bro, Brot und Brody, oh Gott. Entschuldigung. Sind hier noch mehr, oder? Find the cave entrance. Habe ich gefunden. Nun finde den Dolch. Oh, hier sind noch mehr. Die suchen den wohl auch. Zufälligerweise wollen alle dasselbe. Klingt so. Give me a break. I'm not a fucking archaeologist. Ey, ist überhaupt nicht machbar. Ich würde sagen, das kann man nicht lösen, ohne einen Radau auszulösen. Okay.
Wie das immer im Nichts hängen bleibt. Habe ich den getroffen? Ich habe den getroffen. Tja, ne? Ein Pfeil für jeden. Ach, ich muss die ja immer wieder aufsammeln. Habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Hätte ich hier lang schnieken sollen, oder was? Na komm. Und dann den hier takedown sollen. Manchmal weiß ich nicht, was die von mir so... Was das... Es gibt ja immer irgendeinen Weg, der vorgeschlagen sein sollte. Ja? Für mich ist das eher eine Einladung für andere. Tut mir leid, ich muss das machen. Ich brauche meine Pfeile, sonst bin ich irgendwann gearscht. Faded Photograph. Cool. Ganz ruhig, Äffchen. Ich tu dir nichts. Ich habe zwar deinen Bruder getötet, aber dir tue ich nichts. Mach weiter schöne Geräusche, so als wäre ich gar nicht da. Huch. Ich wollte eigentlich einen Pfeil wiederfinden. Super. Noch einer weg. Alter, ey. Dafür will ich deine Eingeweide haben. Dann esse ich die und dann bin ich doppelt so stark. Ach ne, das war jetzt eher piratenmäßig. Und wo wir wieder zurück beim Thema sind, ne? Suchen wir hier einen schönen Kran, wo wir dann hier so durch die Gegend laufen und was keine Falle auslöst. It worked! Noch ein Krokodil? Nein. Okay, Brody. Wir machen das. Bis jetzt funktioniert es ja in einem Run, also... Also wird... Ui. Okay, in einem Run, sagte ich. Ja, als hätte man das nicht erwarten können. Oh, schöner Wasserfall. Ja, ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Und mit einem wortwörtlichen Cliffhanger mal wieder, wie in Elder Scrolls, enden wir mit einem Cliffhanger, wenn es um Klippen und Vorsprünge geht. Und dann seht ihr, was sich hier noch so verbirgt in dieser Ruine mit Geheimnissen und alten chinesischen Ching-Chang-Japsen-Zeug. Ich bin der rassistische Typ auf der ganzen Welt. Gut, auf Wiedersehen. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt...